Welche Rolle wird die Frau Wagenknecht, angenommen, es kommt zu Neuwahlen, spielen? Eine große, eine kleine oder gar keine? In den Umfragen kommt sie ja gar nicht vor. In manchen lese ich, sie liegt bei 20, aber in den Umfragen, die immer zum Wochenende veröffentlicht werden, kommt das Bündnis Sarah Wagenknecht gar nicht vor, als ob es es nicht gibt. Wird das eine Rolle haben? Ich denke schon. Also sie ist eine der wenigen Politikerinnen in Deutschland, die es schafft, auch bei Eis und bei Kälte, um Leute auf die Straße zu bringen. Also auch wenn sie im Bundestag nicht so präsent ist, weil die Linke und die Partei, die quasi so auseinanderfällt. Das ist natürlich schwierig sichtbar zu sein, aber bei den Leuten kennt man ihre Gedanken. Sie hat natürlich, also sie will ein schnelles Ende des Ukraine-Krieges, sie hat eine andere Haltung auch zu Russland, aber auch etwas strenger, was sozusagen die neuen Bürger in Deutschland angeht. Und ich glaube, sie könnte bei vielen Parteien ein bisschen wegnehmen. Und aber die Frage ist, ob ihre Infrastruktur der neuen Partei dafür pünktlich fertig ist. Die wird noch gegründet im Januar erst. Ja, nein, dem stimme ich zu. Also die ist eine sehr begabte Politikerin und hat ein Charisma offenbar für die deutschen Wähler. Das sollte man ja alles nicht unterschätzen. Also ich glaube schon, dass sie ein ordentliches Ergebnis haben wird.